Und das Ganze fast ohne Aufforderung. Ihr seid so spontan heute. Da brennt einem schon mal die Sonne das Hirn raus, ja? Freunde, ich habe einige kleine Instruktionen für euch. Das hier, das ist unsere Piratenshow. Hier fallen derbe Sprüche und harte Worte. Hier wird gerülpst und hier wird gefurzt. Nun sagt der eine oder andere eventuell, diese Furzerei, die will ich aber gar nicht hören. Oder irgendein anderer sagt, mein Kind wurde gerade eingeschult, kann man gerade den Namen singen und klatschen, soll also diese Furzerei nicht hören. Dann dürfen diejenigen jetzt aufstehen und Karussell fahren gehen. Aber sagt nachher nicht, wir haben euch nicht gewarnt. So, die erste haut schon ab. Freunde, wir haben Kanonenschläge, das heißt, das knallt, das wird laut. Wenn ihr nur Tiere dabei habt, zum Beispiel, habt ihr große Schäferhunde, die müsst ihr festhalten, wenn das knallt. Habt ihr kleine Möpse, die müsst ihr auch festhalten, wenn es knallt. Ich meine die Tiere, ja? Freunde, das hier ist eine interaktive Show. Das heißt, je mehr ihr mitmacht, je mehr ihr dabei seid, je mehr Power ihr in die Hände ballert, umso lauter ihr schreit, umso besser wird das Ding hier. Das heißt, gebt ihr uns was, geben wir euch was zurück. So einfach ist die Regel. Somit kommen wir jetzt zu den legendären Charakteren, die hier jeden Tag aufs Neue erscheinen und zu euren Aufgaben, die ihr heute hier zu erfüllen habt. Angefangen zu eurer Linken mit ihm hier. Unser wunderschöner, fast niemals betrunkener Frauenschwarm, Captain Sir Henry Morgan. Freunde, wenn ihr Captain Sir Henry Morgan hier seht, wenn er hier erscheint, egal wo, dann möchte ich, dass ihr jubelt, dass ihr ausrastet, dass ihr dabei seid. Ich weiß, das ist warm, wir sind 800 Mann, wir haben 1300 Sitzplätze. Zum Ende dieser Show wird es hier voll sein, da erwarte ich jetzt was von euch. Wir üben das mal, dieses totale Ausflippen. Captain Sir Henry Morgan! Die haben sie mal pauschal die Hände an die Knie getackert. Ja, da lief nicht viel. Ne? Werde ich mal durchgehen lassen, weil es warm ist. Freunde, der Gegenpart zu unserem wunderschönen Captain Sir Henry Morgan ist er hier zu eurer Rechten. Der dicke, fette, hässliche, vollgefressene, stinkende Fettsack Lafitte. Und ich sag euch etwas. Egal, was der für eine Meinung hat, wir haben immer eine andere Meinung, wie in jeder guten Beziehung oder Ehe. Auch klar. Egal, was euch hier widerfahren ist heute, wer ist schuld? Der Fettsack, ja? Auto heute Morgen nicht angesprungen, wer ist schuld? Der Fettsack. Auf der Autobahn Stau, wer ist schuld? Der Fettsack. Am Kolossus zu lange angestanden, wer ist schuld? Richtig. Ich möchte, dass er sich gar nicht wie zu Hause fühlt und dann möchte ich, dass ihr ihn ausbuht. Egal, was er tut, wenn euch anspricht, dann buht ihr ihn aus. Und das üben wir jetzt. Admiral Lafitte! Das könnt ihr, ne? Gut. Wenn einer buht, dann buht die ganze Arena mit ihm. Hier auf diesen Planken haben wir natürlich auch eine gute Fee. Rosi heißt sie und für alle, die lesen können, jetzt seid du nicht traurig, okay? Für alle, die lesen können, sie ist Besitzerin dieser wundervollen Taverne. Und das geht jetzt nur an die Weiber, da müssen jetzt die Mädels mal zusammenhalten. Immer wenn Rosi aus der Bar tritt, dann will ich die Weiber kreischen hören. Kein Geklatsche, nur Gekreische. Auch das üben wir jetzt. Kennen wir alle von Zalando, auch klar. Rosi, räum ab! Und das war mies. Dann nimmt man mal einmal die Weiber und schon wird's schlecht. Ja, das soll kein Angriff sein. Ja, aber wenn der Kinderzauber im Kindergarten auftritt, dann gehen die Mädels mehr ab. Wir machen das mal anders, wir nehmen mal die Männer dazu hier, die richtigen Machos nehmen wir mal dazu hier, wie dich da im roten Hemd, ja, so. Pass auf, hör mir mal zu. Unsere Rosi, die hat zwei durchschlagende Argumente, wenn du verstehst, was ich meine. Das heißt, dann dürfen die Männer mal pfeifen und die Weiber kreischen, immer wenn Rosi aus der Bar kommt. Rosi, räum ab! Ja, gut, das geht so. Hier hinten warst du mehr ein halber Röchler, aber na, der gute Wille zählt, sag ich immer. So. Freunde, einen haben wir noch, der letzte hier im Bunde. Und den werdet ihr erkennen, Brutus heißt er. Und Brutus hat immer diese Schriftrolle in der Hand. Außerdem ist er nur 50 cm hoch. Das heißt, wenn er gelb wäre, würde ich selber sagen, er ist ein Minion. Freunde,
wenn er mit dieser Schriftrolle nach vorne kommt, dann wird er euch ansprechen, dann wird er sagen, Ladies and Gentlemen, danach bekomme ich von euch ein, das kennen wir alle aus dem Fernsehen, 300 Mal schon gesehen, und das üben wir jetzt, das muss klingen wie ein Mann, wie eine Einheit, Ladies and Gentlemen! Und das seht ihr selber, das war so richtig mies. Freunde, was ist denn los mit euch? Ich weiß, dass es heißt, aber wir sind hier. Hier ist eine Show. Ich will, dass ihr am Scream hören, dass wir heute hier sind. Ladies and Gentlemen! Ein bisschen besser, aber wollen wir mal anfangen? Ich sag euch was. Jetzt gucken wir, ob ihr aufgepasst habt und dann übergeben wir hier den Platten den Piraten und dann seht ihr sie, Europas beste Freizeitparkproduktion. Freunde, Admiral Lafitte! Rosi! Ein Mann, eine Einheit! Ladies and Gentlemen! Oh Gott! Captain Sir Henry Morgan! Von der Fried, gehen die Segel an die Kanone, lass sie wieder frosch, weiß nicht, mein Schatz. Männer, Feuer! Sie schießen! Feuer! Attacke! Das mit 64 Kanonen gerüstete Kampfschiff Le Protecteur unter dem Kommando des bösen Admiral Lafitte und die Piratengalone von Captain Henry Morgan in den dunklen Tiefen des Meeres und mit ihnen ein Goldschatz von unvorstellbarem Wert.
Mit allerletzter Kraft retteten sich die beiden Kontrahenten ans nahe Ufer und trafen dort wenig später erneut aufeinander. Captain Morgan besiegte letztendlich Admiral Lafitte und holte sich mit einer neuen Mannschaft sein Gold zurück. Einige Jahre später bekam Morgan plötzlich unerwarteten Besuch auf Port Royal. Aber er liebt es doch selbst. Was für eine wundervolle Tag, Moblau. Interessiert mich nicht. Mr. Damon, wenn ich seine Derzung. Fünf Jahre ist es her, dass mich Captain Morgan besiegte und ich in Schmach nach China verbannt wurde. Das weiß ich doch an. Aber heute ist endgültig der Tag der Rache gekommen. Ha, Kommandant, ich werde euch was sagen. Es wird bald kein Morgen mehr geben, Kommandant. Wir werden abrechnen mit diesem Gesindel. Ja, schau sie dir an, diese stinkenden Magaloden hier. Ja. Und ausgeschlutzten Segel. Verdammte Schlüpper lange zu nehmen. Mont Blanc. Gegangen. Hä? Großes Saverne existiert immer noch. Boah. Komm, ich lade dich ein. Hä? Ja, zur Feier des Tages. Oh, lass uns einkehren, speisen und trinken. Oh? Ja. Endlich etwas anderes als Reis mit Ühn. Dieser ekelhafte Pflaumen, ne? Ja, es war ziemlich abartig. Ui. Kommandant, rufen Sie mal den Knecht daraus. Bedienung! Garçon, so viel der Stunde. Der Tag verheißt nichts Gutes. Was darf's denn sein, Fremde? Ja. Wo hast du deine sechs Brüder gelassen? Ah. Du bringst alles außer Reis mit Huhn, du Frosch. Ah, wir haben Geflügelrisotto im Angebot. Mittagstisch nur eine Dukate, dazu gibt's Pflaumen. Oh, sag bloß nicht Pflaumenwein, ja? Ab, du Knecht. Oh. Oh nein, wie sieht das denn hier schon wieder aus? Oh. Was war das für ein Sauf, mein Gott, ey? Los, Lafitte? Ui. Mont Blanc, ja. Rosé. Lafitte? Oui. Mont Blanc. Oui. Lafitte, was wollt ihr hier? Fünf Jahre ist es her. Seitdem hatten wir keinen Ärger mehr. Nun bin ich zurück. Hole mir mein Glück. Und dieses Mal werde ich siegreich sein. Mit der Gott vom Port Royal bekomme ich, was ich will. Meine Ehre, meine Ehre, Anerkennung und die Herrschaft über alle Meer. Wer unsiegreich sein, was bildet er sich bei? Das Gold vom Port Royal wird immer sein. Henry, möchtest du, leg ihn wieder ein. Jeder von uns kann sich das und sicher sein. Niemand möchte mit dir trinken. Ich werde sie gleich sein. Hey, das möchte ich sehen. Ich hole meine Mannschaft. Ihr könnt nach Hause gehen. Die Armut ist zermalmt. Dreimal hoch auf meine Züge kommen. Ja. Ihr werdet es noch alle sehen. Denn mit der Gott vom Port Royal. Hä? Mit der Gott vom Port Royal. Ich übe mich soeben in Kunst. Sehr gut. Herrgott. Hol sie dir ab, Mopro. Hä? Ja. Danke, meine Freunde. Danke, der Applaus ist berechtigt. Ein Solo für mich, wär's besser. Schluss jetzt mit dem Albereien, Weib. Oder ich werde dich mit deiner Bedienung hier auf Augenhöhe bringen, ja? Wisst ihr was? Echte Männer stehen auf Kurven. Na ja, nur Hunde spielen mit Knochen. Wenn ihr mein Mann wärt, ich würde euch Gift geben. Wenn ihr mein Weib, ich würde es wagen. Warte, dann holt es euch. Ja, komm mal los, ihr Lampen.